die Oberlinie der Sozialassistenten der Gruppe 21.1 beschäftigen sich heute mit der Berechnung von Nullstellen, und zwar bei linearen Funktionen. Neben mir haben wir zwei Damen, einmal die Luisa und die Felicia. Die Luisa wird uns erst nochmal vorstellen und dann werden die beiden Damen den ersten Teil kommentieren. Bitte, Luisa. Also Toni hat das Tafelbild gemacht, Michelle ist hinter der Kamera, Felicia, Herr Ebel und ich werden was an der Tafel erklären. Ja, dann bitte. Die Werte xn der Definitionsmenge für die erste Funktion f, der den Wert 0 annimmt, heißen Nullstellen der Funktion. Die zugehörigen Punkte n mit den Koordinaten x, n und 0 sind die Achsenabschnitte mit der Abszisse. Zur Bestimmung der Nullstellen wird die Gleichung f von xn gleich 0 noch xn aufgelöst, nach xn aufgelöst. Ja, gut. Wir betrachten einen allgemeinen Fall. Wir gehen aus von einer Funktion in der Form f von x gleich mx plus n. Hier haben wir sie. Dabei muss m, der Anstieg, natürlich ungleich 0 sein. Und wir berechnen hier die Nullstelle dieser Funktion. Dann müssten wir ja unsere notwendige Bedingung angeben. Die war f von x gleich 0. Dann hätten wir 0 gleich mx plus n. Wir lösen das Ganze nach x auf und müssen dann n subtrahieren. Deshalb wird das n negativ. Also wir hätten dann minus n gleich mx. Weiterhin geben wir dem x einen Index, entweder 0 selbst oder n, sodass wir die Nullstelle erhalten, xn gleich minus n durch m. Das heißt, die zugehörige Gerade oder der entsprechende Graph schneidet unsere Abszissenachse an der Stelle oder im Punkt n mit den Koordinaten minus n durch m und 0. Nun betrachten wir nochmal ein einfaches Beispiel der Form f von x gleich 2,5x plus 7,5. Wir haben hier wieder f von x gleich 0 gesetzt. Dann haben wir 0 gleich 2,5xn plus 7,5. Wir subtrahieren 7,5, sodass wir haben minus 7,5 gleich 2,5xn. Und dann wird das Ganze durch 2,5 dividiert. Und wir haben, jetzt sehen wir hier auch wieder, dass etwas fehlt. Wenn ich durch 2,5 dividiere, dann bleibt natürlich der Wert xn gleich minus 3 über. Ja, mehr haben wir auch minus. Okay. Hier steht der Punkt, der die Abszissenachse schneidet, hat die Koordinaten minus 3 und 0. Vielleicht noch ein ganz einfaches Beispiel. Können wir mit der Kamera hier nochmal rübergehen. Wir haben f von x gleich 2x plus 2. Die notwendige Bedingung, wieder f von x gleich 0. Dann komme ich zur Gleichung 2x0 plus 2 gleich 0. Wir subtrahieren hier die 2, haben dann 2x0 gleich minus 2 und dividieren das Ganze durch 2 und haben dann unser x0 mit dem Wert minus 1. Das heißt, wieder der Schnittstelle auf der Abszissenachse liegt bei minus 1 in dem Fall. Ja. Wenn wir die Graphen zeichnen, wissen wir, ich kann eine Gerade mit Hilfe von zwei Punkten eindeutig darstellen. Deshalb werde ich in Zukunft immer die Nullstelle nehmen als Schnittstelle mit der Abszissenachse und ich nehme das absolute Glied in der Gleichung. Das absolute Glied geht ja durch die Ordinatenachse. Und wenn ich den Punkt habe, Ordinatenachse und Abszisse, ziehe ich die Gerade durch und habe das. Später können wir noch genau erkennen, wie verläuft denn eine Kurve. Auch eine Gerade ist eine Kurve. Wie verläuft die denn? Gelesen wird eine Kurve immer von links nach rechts. Und wir werden dann später auch noch einen Begriff einführen, Monotonie.
Man spricht dann von einem monotonen Verlauf und dann sehen wir uns das an, ob das Ganze monoton steigend oder monoton fallend ist. Das kann man alles erkennen. Aber wie gesagt, wir sind bei linearen Funktionen, kommt nochmal weiter mit drauf. Das waren unsere beiden Vertreter der Klasse. Es wäre natürlich schön, wenn sich noch mehr daran beteiligen. Ja? Und wenn wir dann das Ganze später Step by Step hier selbst entwickeln. Aber das schafft man auch noch. Bis hierher, Michel. Die Oberliner, der Sozialassistenten, und zwar der Gruppe 20 schlecht Outtake, nochmal. Oh, jetzt ist Pause, glaube ich. Nee. Mach mal, hallo. Geh mal hin. Ich zoome mal an dein Auge ran. Ja. Ist der Feuer? Hübsch. Das ist voll schief. Jetzt musst du halten. Du kannst auch die Form zoomen. Wo zoome ich? Ah, da. Hier. Oh, guck mal, was ein Ding. Zeig mal, das ist so ordentlich, Alter. Hallo, Sex. Mach ich das jetzt aus? Weiß ich nicht, das ist Pause. Ja, einfach mal so was anzumachen. Thank you.